Die Ordensburg Vogelsang. Ein historischer Ort mitten im Nationalpark Eifel. Auf knapp 100 Hektar ist Vogelsang als eines der größten Bauwerke der Nazizeit zwischen 1934 und 1936 erbaut worden. Der Führungsnachwuchs der NSDAP sollte hier ideologisch herangezogen werden. Nach dem Krieg wurde der Gebäudekomplex zum Camp Vogelsang und diente zuerst dem britischen und später dem belgischen Militär als Übungsplatz. Seit 2006 ist das Gelände für die Bevölkerung zugänglich und befindet sich seitdem in einer Phase des Umbaus und der Umnutzung. So entstand unter anderem das Forum Vogelsang. Mit der Dauerausstellung Bestimmung Herrenmensch, NS Ordensburg zwischen Faszination und Verbrechen, findet Information und Aufklärung zur dunklen Vergangenheit von Vogelsang statt. Die Ausstellung Wildnisträume vom Nationalparkzentrum Eifel stellt die Natur der Region in den Mittelpunkt. Aber nicht nur das Forum sorgt dafür, dass auf dem Gelände einiges los ist. Die Gebäude sind inzwischen alle vergeben. Sie sind noch nicht alle in ihrer endgültigen Nutzung. Einige müssen auch noch renoviert werden dafür. Aber grundsätzlich ist die Konversion, um das nochmal so zu nennen, schon sehr weit fortgeschritten. Und jetzt geht es darum, also gemeinschaftlich im Sinne dieser Themen, die wir hier besetzen, historisch-politische Dimension und die Naturschutzdimension und diesen internationalen Platz, das mit den entsprechenden Inhalten zu füllen. Vieles hat sich getan. Aber noch nicht alles ist fertig. So gibt es noch zwei große Projekte, die in der Zukunft anstehen. Zum einen das Hotelprojekt eines niederländischen Investors in den sogenannten Hundertschaftshäusern. Die sind besonders groß im Vergleich zu den anderen Häusern, die hier aus der NS-Zeit und aus der belgischen Zeit hinterlassen sind. Da soll ein Hotel entstehen mit etwa bis zu 200 Betten, also 150 bis 200 Betten, je nach Belegung. Und das aus unserer Sicht abschließende, aber sicherlich auch noch entscheidende Projekt ist die große belgische Kaserne Van Doren. Und das ist ein sehr großes Gebäude, 15.000 Quadratmeter, weil da teilweise ja 4.000 bis 5.000 Menschen hier auch geübt haben in der militärischen Zeit. Und wir sind dabei, mit einem Aachener Architekten zusammen mit unseren Gesellschaftern eine Konzeption zu entwickeln, wie man das Ganze sanieren kann und dann auch nutzen kann. Auch die belgische Vergangenheit soll ihren Platz dort finden. Wie genau das passieren soll, ist noch nicht klar. Im Anschluss an diese zwei Projekte sind quasi alle Gebäude der ehemaligen Ordensburg in Gebrauch. Alle haben sie eine neue Bestimmung bekommen, sei es als Hotel, Museum, Bürofläche oder Veranstaltungssaal. Damit das heute so sein kann, ist in der Vergangenheit viel Geld nach Vogelsang geflossen. Hat sich der ganze Aufwand denn gelohnt? Auf alle Fälle. Denn das war nun mal die grundsätzliche Entscheidung, die das Land NRW ja zusammen mit dem Bund und auch mit EU-Förderung getroffen hat, das wirklich zu einem öffentlichen Ort zu machen. Und wenn man bedenkt, dass die Nationalsozialisten hier wirklich die zweitgrößte Hinterlassenschaft geschaffen haben und man viele Bildungsziele und Zwecke ja eigentlich auch nicht besser als an einem solchen authentischen Ort vermitteln kann. Also was bedeutet wirklich Rassismus, was bedeutet Antisemitismus, dann ist es aus meiner Sicht auch einfach eine öffentliche Verpflichtung, dann auch mit öffentlichen Mitteln, sicherlich auch gerne mit privatem Engagement, dafür zu sorgen, dass das dann auch so erhalten bleibt. Die ehemalige Ordensburg Vogelsang. Das ist Geschichte zum Anfassen. Es ist aber mittlerweile auch mehr als das. Es ist ein Lebensraum für die verschiedensten Tierarten. Es wird aber auch mehr und mehr zu einem Ort der Erholung. Alle Facetten vereint erzählen eine neue Geschichte als internationaler Platz für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander.